Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Unreal. Heute geht's um, naja, wir wollen uns erstmal quasi einen Raum bauen. Ich meine, wir können ja hier sowas machen wie, wir laufen oder wir haben hier so einen kleinen Garten und dann können wir da reinlaufen und in diesem Raum können wir Kaffee trinken bzw. diese wunderbare Statue angucken. Und ja, dazu brauchen wir natürlich erstmal einen Raum. Das heißt, heute geht's darum, wie kann ich Wände bauen, wie kann ich Türen bauen und so Zeugs. Okay. Was wir als erstes wollen, ist hier oben auf Modes wieder gehen, also nicht im Content Browser, sondern wir gehen jetzt in dieses Modes zurück und gehen dort auf Geometry. Da holen wir uns eine Box raus und diese Box, die wird uns als alles dienen, als Wand, als, na okay, als Boden jetzt in dem Fall nicht, aber als Wand auf jeden Fall mehr. So, jetzt gehen wir, ich habe hier übrigens wieder den Snap ein bisschen runtergestellt, weil das hat mich irritiert ein bisschen, den auf 10 zu haben, also nicht wundern. Und was wir jetzt als erstes machen ist, wir pflanzen ihn auf den Boden. So, und jetzt können wir den so transformieren, wie wir uns eine Wand so ungefähr vorstellen würden. Da gehen wir hier in diese Brush Settings. Hier können wir nämlich dann auch direkt X, Y und Z, also die Größe quasi einstellen. Und machen hier, erstmal gucken wir, wie groß ist denn das da? Okay, 2. Das heißt, wir gehen hier rein und ja, 2 müsste dann also offensichtlich schon passen. Dann ziehen wir das einfach nur so ein bisschen nach da. Offensichtlich nicht. Okay. So, dann stellen wir das hier mal auf X, ein bisschen höher vielleicht noch, länger, 300, so, machen den hier hintere und jetzt können wir hier die Dicke von dem Teilchen stellen, also sowas wie auf 10 oder so. Das ist jetzt ein bisschen eine dünne Wand, glaube ich, geworden, wobei, warum nicht? So ungefähr soll unsere Wand aussehen, ups. Und jetzt ziehen wir das einfach mal hier so ein bisschen rüber und dann sehen wir schon, okay, hier fehlt noch ein bisschen was daneben. Deswegen machen wir hier einfach mal auf 400 und schauen, ob das jetzt so passt. So, okay, 400 scheint gut zu passen. Jetzt ist die Decke ein bisschen, naja, es ist nicht unbedingt eine hohe Decke, also 4 Meter breit, aber naja, 2 Meter hoch. Normalerweise hat man 2,50 Meter Decken, glaube ich. Deswegen setzen wir das Ganze hier einfach mal auf 250. So, perfekt. Okay, was wir jetzt machen können, ist, wir drücken Alt, die Alt-Taste runter und jetzt ziehen wir einfach hier dran. Und was wir jetzt bekommen, ist sozusagen ein Duplikat davon. Das heißt, wir kopieren das ganze Ding und schieben es einfach an eine neue Stelle. Jetzt haben wir schon 2 Wände von 4. Jetzt wollen wir natürlich die anderen 2 Wände auch noch haben. Das heißt, wir ziehen einfach das Ganze nochmal. Jetzt ist sie falsch rum. Was machen wir? Naja, wir rotieren das Ganze einfach um 90 Grad. Das war die falsche Achse. Wir rotieren das Ganze um 90 Grad, probieren wir es nochmal. Das war wieder die falsche Achse, sorry. Okay, ich hätte vielleicht vorher gucken sollen, welche Achse ich da brauche. Okay, so, also wir rotieren um 90 Grad und jetzt sollte das ungefähr so passen. Ja, haben wir einen kleinen Raum. Okay, jetzt drücken wir wieder Alt runter und ziehen diese Wand hier nach vorne. Noch ein Stückchen. So, perfekt. Und jetzt haben wir das Ganze schon als Raum. Jetzt ziehe ich das hier wieder mal nach da drüben, damit wir auch wirklich rauslaufen können. So, und jetzt sieht es doch eigentlich schon ganz schick aus. Wir starten hier an diesem kleinen Punkt, den wir hier schon gesetzt haben. Zu diesem Punkt machen wir wahrscheinlich nochmal was anderes. Aber wie ihr sehen könnt, können wir jetzt hier, erstens mal haben wir keine Decke. Und zweitens, die Decke können wir uns ja recht einfach ziehen. Das ist jetzt quasi eine Bodendecke. Das ist jetzt, okay, das ist vielleicht nicht gerade die hübscheste. Wir nehmen uns einfach nochmal eine neue Box, setzen die hier hoch und machen sie 4 auf 4 war das, glaube ich. Ups, nicht 4400, gerade gewundert. 400 auf 400 und wir machen sie nur, keine Ahnung, 10 hoch. So, jetzt können wir hier das ganze Teil auf die Decke setzen. So, es ist immer so ein bisschen Friemelei. Gut, wundert euch nicht über diese komischen Schatten, die wir hier so haben. Das ist tatsächlich ganz normal. Diese Kanten hier sind jetzt entstanden, weil ich die Wand ein bisschen weiter nach außen gesetzt habe. Das heißt, wenn ich das hier so reinschiebe, ja okay, dann haben wir die Kanten halt ein bisschen woanders. Da müsste ich jetzt meinen Snap verkleinern auf 5 und da ein bisschen genauer mit rumspielen. Genau, so passt es dann einigermaßen. Wenn ich jetzt auf die andere Seite gucke, habe ich wahrscheinlich den Snap auch wieder draußen. Beziehungsweise die Wand. So, machen wir das hier noch. Also ihr seht es, man muss da mit den Snaps ein bisschen rumspielen. Das ist jetzt quasi das erste so live, wie mache ich das Tutorial, was ich hier so mache. Ich baue quasi selbst ein bisschen rum, sorry. Da müssen wir dann einfach mal
gucken, wie wir das hier so machen, wenn ich sowas machen soll. Genau, da labere ich dann einfach ein bisschen Scheiße, wie ihr gerade gemerkt habt. Okay, so, jetzt haben wir, nein, immer noch nicht, jetzt, wunderschön. Okay, so, jetzt haben wir natürlich das Problem, wir können uns nicht reinbewegen. Und dazu wollen wir eine Türe und vielleicht sollten wir auch ein bisschen Licht reinbringen, denn wenn ich jetzt, wir haben ja schon Licht reingebracht. Stimmt, das war im vorletzten Video oder sowas, haben wir hier so eine kleine Lampe reingetan, die dann hier so ein bisschen rumflackert und alles schön beleuchtet. Das ist doch wunderbar. Da müssen wir uns schon nicht mehr um das Licht kümmern. Das heißt, wir können jetzt ganz einfach uns um die Türen kümmern. Und wie machen wir eine Türe? Naja, wir ziehen nochmal eine Box hierher und als erstes wollen wir sie natürlich auf Bodenebene haben. Das heißt, ich drücke die Endtaste und jetzt brauchen wir das Ganze als Türe. So, eine Türe ist im Normalfall, naja, schauen wir einfach mal nach. Im Content-Browser können wir einfach mal nach Door gucken. Gehen wir hier auf Content und gucken nach Door. Doorframe. Okay, perfekt. Doorframe ist ein Static Mesh. Was mich eigentlich bei diesem Doorframe interessiert, ist die Größe von dem Teil. Und zwar steht hier Approx Size. Ich kann leider jetzt nicht mit der Maus drunter fahren. Ich kann es euch mit dem Finger sozusagen zeigen, aber das bringt euch nie wirklich was. Approx Size 25 x 114 x 212. Gut, das ist schon mal genau das, was wir brauchen. Wir wissen, unsere Wand ist 10 dick. Das heißt, wir brauchen hier 10 als Dicke. Der Türrahmen muss logischerweise ein bisschen dicker sein. 114 als Höhe, das ist so ungefähr 110 würde für uns passen, denke ich mal, und 210 als Breite. Okay, perfekt. Das heißt, 110, ups, nein, das wollte ich definitiv nicht. Wir können es natürlich auch da drin machen, das wollte ich aber eigentlich euch nicht zeigen, sondern ich wollte euch das mit dem Cube hier zeigen. 110 auf, was hatte ich gesagt? Achso, auf 10 natürlich, die Breite erstmal und auf 210. So, perfekt. Ende nochmal drücken, damit das Teil auf den Boden snappt. So. Und jetzt haben wir uns eine Türe erstellt. Jetzt können wir natürlich die Türe erstmal hier einbauen. Oder wir können sie direkt auf der anderen Seite einbauen. Wie ihr wollt sozusagen. Was wir jetzt erstmal machen ist, wir bauen sie hier ein. Ich kopiere sie mir aber schon mal, damit wir nachher eine Türe haben. Schieb sie mir schon mal darüber. So. Okay. Und jetzt drehen wir diese Türe hier einfach mal um 90 Grad. Schieben die da rein. Und sehen, dass nichts passiert. Warum passiert nichts? Naja, weil wir eine Box auf eine Box gesetzt haben. Wir könnten jetzt hier ein anderes Material drüber legen, aber es würde trotzdem nichts verändern. Was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen das Ding subtraktiv machen. Das heißt, wir ziehen hier quasi was ab. Und dazu gehen wir nicht auf Box, sondern auf Brush Type hier und klicken auf Subtractive. Und plötzlich haben wir hier eine Öffnung. Und durch diese Öffnung kann man durchlaufen. Wer hätte es gedacht? So, selbiges machen wir jetzt hier drüben, nur dass wir hier erstmal auf Subtractive gehen und die dann reinziehen. So, wunderbar. Und wenn ihr durchgucken könnt, dann könnt ihr auch durchlaufen. Wenn ihr nicht durchgucken könnt, also zum Beispiel sowas passiert, dann könnt ihr nicht durchlaufen, denn dann ist da nur die halbe Wand weg. Dann habt ihr so eine kleine Schneise reingebaut. Ihr könnt es mal ganz kurz angucken hier. Sieht man hier so ganz leicht, ist da noch was, aber es soll natürlich eigentlich, ja hier unten sieht man es am besten, glaube ich, aber natürlich wollen wir komplett durchlaufen können und deswegen muss man das noch ein bisschen weiter reinziehen. So, perfekt. Und jetzt holen wir uns diesen Doorframe, packen den da rein, indem wir ihn erstmal um 90 Grad drehen und reinschieben. So, perfekt. Und jetzt wollen wir natürlich den Doorframe nochmal da drüben haben. Ja, doch, das sieht ganz hübsch aus eigentlich. Gefällt mir. Okay. Jetzt ziehen wir uns den Doorframe nochmal rein. Ihr könnt natürlich auch diesen Doorframe hier drüben kopieren, aber da wir den ja erstmal drehen mussten, damit er gepasst hat, können wir auch gleich mal hier den hier nehmen. Der passt gleich von Anfang an. Und achtet darauf, dass ihr, wie gesagt, immer schön bündig seid. Ups, das war natürlich nicht das, was ich wollte. So, noch ein kleiner Tipp. Wenn ihr die Shift-Taste drückt, dann zieht ihr sozusagen die Kamera mit. Das heißt, ihr könnt die Shift-Taste, also groß schreiben im Prinzip, könnt ihr drücken und dann hin und her ziehen. Und dann könnt ihr das Ganze quasi live anpassen. Wenn ihr genau gleichzeitig hier zwei, also die Kante 1 direkt auf die Kante 2 setzt, dann passiert das da. Das solltet ihr auch tunlichst vermeiden. Da kann es ein paar komische Effekte geben, aber das ist ganz normal. Okay, so, sieht doch eigentlich ganz hübsch aus. Und jetzt können wir das Ganze auch schon mal ein bisschen spielen. Und landen hier sozusagen drin, Lighting needs to be rebuilt.
Aber ja, das hätten wir uns denken können. Okay, wir können da durchlaufen. Und ja, hier können wir nicht durchlaufen, wie ihr gerade seht. Aber ich kann immer noch schweben. Das werden wir noch alles beheben. Ich kann hier durch die Wände nicht durchlaufen. Durch den Boden kann ich nicht durchlaufen, aber ich kann durch meine Türe durch. Und wir haben sogar schon ein Licht hier. Und ihr seht, die Lichtquelle sieht man tatsächlich nicht. Hier ist einfach eine Leuchte, wo wir nicht wissen, wo die herkommt. Und dazu würde ich euch einfach vielleicht auch mal empfehlen, in dem Content-Browser nach einer wunderschönen Lampe zu suchen und die da einzubasteln. So als kleine Übung sozusagen. Gut, das war's von meiner Seite schon wieder. Und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.